Ready. Gut. Votre ordre? Zack, zack, correct, zack. Je le ferai. Und zurück. Fermier. Nein! Mir fällt ein, wir haben doch die Plantage. Ah, also unbedingt in die nächste Zeit voranschreiten. Und das geht jetzt auch. Und wir nehmen... Wir nehmen die Musketiere. Ja, das habe ich ja ganz vergessen. Und mit der nächsten Karte holen wir uns dann auch auf jeden Fall zwei Dorfbewohner. Oui. Bonjour. Du, wenn du hier fertig bist... Ich weiß nicht, wie viel ist da noch? Nocht vor allen Dingen. Carpe Nochtem. Du baust eine Plantage. Oui. Aber wohin? Kann man Gebäude drehen? Auch das weiß ich nicht so hundertprozentig. Dann müsste ich vielleicht auch einfach nochmal in der Steuerung nachgucken. Masson. Du baust da jetzt erstmal eine Plantage hin. Die Musketiere kosten ja auch, glaube ich, Gold. Ja. Ja, weil ohne Gold, also ganz ehrlich, Leute, das wäre nicht zu schaffen gewesen. Das hätte mich auch sehr überrascht, wenn wir da wirklich den Handelsposten hätten erobern müssen. Dass ihr denke, es schafft die Verteidigungslinie. Hey! Ich glaube, der hat nicht mal Latten ab. Hey! Lass mein Ding, lass meinen Falconet in Ruhe. Hör auf! Bist du das? Knallt den ab? Nein! Mein Falconet! Ah, was das wieder kostet. Da braucht ihr euch gar nicht zu freuen, da seid ihr schuld dran. So. Dann machen wir das ganz anders. Wir holen mit dieser Karte zwei Mörser. Und, die werden wir dann hier hinten positionieren. Dann sieht die Sache nämlich gleich wieder ganz anders aus. So, die Plantage ist fertig. Dann würde ich sagen, wir holen einen noch von der Nahrung rüber. Und züchten zwei. Wir haben im Moment genug Nahrung, das können wir uns leisten. Zumal wir jetzt mehr Verstärkung wieder aus den Karten holen können. Das heißt, wir können uns zum Beispiel schon mal ein komplettes Regiment an Musketieren, die Nahrung dafür woanders einsetzen. So, ein Mörser geht dahin, ein Mörser geht dahin. Dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das reicht von der Reichweite. Dafür das Nötigste dürfte es. Ja, komm. Weißt du was? Du gehst... Du gehst dahin. Du da... Und in Position gehen. Dann schauen wir mal, was die so ausrichten gegen Infanterie. Ich habe keine allzu großen Hoffnungen, aber... Yes, recht. Weißt du was, der Priester hier, der kann den gleich den anderen, seinen Kollegen da gleich mitteilen. So. Gut. Ready. Genau, das entwickeln wir auch direkt weiter. Was haben wir denn? Ah, wir müssen auch den Turm entwickeln. Was kostet das? 800 Holz? Gut. Was haben wir hier? Force mit mehr Lebenspunkten, Angriffsstärke und Reichweite von... Ja! Aber zuerst möchte ich wirklich die Türme weiterentwickeln. Das machen wir jetzt der Reihe nach. BM. Kostet das hier auch Holz? Boah, das kostet hier alles Holz im Moment wieder. Gut, ein einzelner Söldner, der Söldner vor allen Dingen. Komme ich jetzt auf Söldner? Na gut. Ja, die Reichweite ist noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Haben die echt keine höhere Reichweite? K
können die vielleicht gar keine Infanterie angreifen. Das ist natürlich auch mal gut zu wissen. Haut ab. Ich meine es so. Ich will. Kommt schon, Leute. Hervorragend. Okay, das ist wahrscheinlich das, was man gemeinhin einen Epic Fail bezeichnet. Schön gedacht, scheiße ausgeführt nach dem Motto. Ready. Die Herrschaft kann das. Naja, gut. Auf geht's, die nächste Stufe, bitte. Dankeschön. Dann nehmen wir dann... nehmen wir das Paket oder nehmen wir das Sammeln? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Sammelrate. Dann sollten wir uns überlegen, ob wir vielleicht mal einen ersten Angriff wagen. Und zwar auf diesen Turm. Apropos Turm, ach ja. Ach egal. Dann würde ich noch gerne das hier entwickeln. Ist das Zeug schon da? Nee, aber. Ach so, stimmt, wir haben hier die Säge entwickelt. Okay, vergesst das. Gut. Können wir auch den Wall angreifen? Dann machen wir das doch einfach mal. Und damit ist dann auch schon die Weiterentwicklung so gut wie möglich. Und ich denke, wenn wir die haben, können wir wirklich zum Angriff übergehen. Die Franzosen können sich äußerst effektiv selbst verteidigen. Die sind nicht von uns abhängig. Hier haben wir jetzt eine Bresche reingeschlagen. Die Mörser dürfen diesen Turm zerstören. Und dann heben wir uns gleich einen kleinen Trupp aus und marschieren hier mitten in das Ding rein. Und dann bin ich mal gespannt. Wir kriegen ja auch hier noch ein paar Truppen zusätzlich. 1000 ist halt jetzt... teuer. Wo soll ich denn das Gold herkriegen, sag mal? Was kostet das hier? Auch Holz. Alle wollen so Holz haben. Gut, dann darf noch einer von der Nahrung bitte zu den Münzen rüber. Und ich hätte gerne noch einen beim Holz. So. Ich bin dazu geneigt, hier oben anzugreifen. Ja. Wir greifen hier an. Gruppe 2, Gruppe 1 und los geht's. Ja, kommt, bewegt euch bitte ein bisschen schneller. So, und hier muss ich mich jetzt darauf konzentrieren. Im Notfall müssen wir uns nämlich sofort zurückziehen. Okay, das ist ein Notfall. Das sind zu viele. Das sind definitiv zu viele. Kommt schon, Leute, lauft.
to left. Thank you. Gut, lassen wir das die Franzosen machen. Ab, zurück. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne die Musketiere weiterentwickeln. Bevor ich da ein neues Regiment züchte. Weil wir kriegen hier eh noch 10 Stück. 8 Stück, Entschuldigung. Und da ziehe ich das einfach mal vor. Hier wäre ein Schatz. 55 Nahrung. Schafft ihr das? Um Gottes Willen, das war fatal. Nee, das geht sogar. Okay. Dann holst du die 55 Nahrung. Wobei Nahrung im Moment echt das Wenigste ist, was wir brauchen. Also auch ihr bitte zum Gold. Hier, die Franzosen machen gerade alles alleine, ne? Kann das sein? Aber ich bin hier auch nur am Rumdümpeln, das ist unglaublich. Aber gut, besser so, als wenn es zu einfach ist. Außerdem denke ich mal, wird das nicht in jeder Mission so sein. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. So. Achso, ich könnte auch mal den Priester schnell... Ich meine, ja, so. Hier kommt man auch hier ran. Dann zack. Ja, hervorragend. Gut. Dann greifen wir wieder an. Die Weiterentwicklung wurde abgeschlossen. Also ich denke, wir haben die Briten jetzt so langsam im Griff. Oder zumindest die Franzosen haben die Briten so langsam im Griff. Und ich möchte, dass ihr diesen Turm hier angreift. Und ihr haltet hier mal ein bisschen Wache. Ja, geht mal da runter und macht mal ein bisschen Dorfbewohner kaputt. Gut, zack. Zack. Und ihr hier unten. Wir machen jetzt hier kurz einen Prozess mit der Bürgerschaft. Na, ja, Siedler können nicht anvisiert werden, alles klar. Gut, das wäre auch ein bisschen zu einfach. Ist denn die Verstärkung schon da? Ah ja, da. Sie wehren sich tapfer, aber leider wird es zum Ende hin nicht reichen. Okay.
Das dürfte fast schon gewesen sein, ha? Okay, Leute, dann marschiert mal bitte schnell durch. Ich möchte den Handelsposten erobern. Ach du Scheiße. Ja, die Franzosen haben sich ja ganz schön aufgebaut, du. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Ja, komm, ihr könnt doch da wohl durch, oder? Na ja, gut, ne, machen wir es halt so. Das ist der Kommandoposten, auf den müssen wir aufpassen, den dürfen wir nicht vor der Zeit zerstören. Es kommt definitiv zuerst der Handelsposten dran. Ach, wisst ihr was? Ja, komm, mach dir die Mühle kaputt, scheiß der Hund drauf. Auf, komm. Komm. Gib's frei. Ah. Nein. Verdammt. Wir haben es geschafft. Schade, das wären 300 Erfahrungspunkte gewesen. Die hätte ich so gerne mitgenommen. Aber, na gut. Colonel Washington, ne? Falsche Rolle, hä? Würde ich mal sagen. Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da, eine weiße Fahne. Ja. Absolut weiß. Seid ihr John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Irokesenfreunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Er ist nach Westen gegangen, zum Huronsee, mit einer Handvoll Verräter. Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nonaki sollte hierbleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Wow. Schon wieder ein derartiger Seitenwechsel in Sachen neue Verbündete. Dieses Spiel flasht mich immer und immer wieder. Ja, man kann inzwischen fast damit rechnen. Das ist schon richtig. Aber ganz im Ernst, Leute. Geil. Ach, wir haben keine neuen Karten. Ja, die weiße Flagge, das ist der erste wirkliche Makel, der mir jetzt in diesem Spiel aufgefallen ist. Was heißt Makel? Es ist ein Scheißdreck, es ist ein Fliegenschiss. Es bedarf keiner Erwähnung, ja, nur weiße Fahne, die dann da rot ist. Ja. Würde ich sagen, mit der Farbe abgewaschen. Ja, also, das tut dem Spiel definitiv keinen Abbruch. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das jetzt hier wieder weitergeht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach eine so geile Story, die hier aufgebaut wird. Und noch geiler ist, dass ich auch so lange nicht mehr gespielt habe, dass sie mich wirklich überrascht. Und wirklich, Freunde, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Also bis dahin, ciao.